So, meine lieben Freunde. Damit herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ich bin wach und wachsam. Ist da gerade noch reingeschlafen? Können wir einen Moment über die schönen Dinge reden? Nein, können wir nicht. Ich habe zu tun. Ah, ich habe immer noch nicht genug. Ach. Aber ich dachte, ich hätte ein Level abgehabt. So langsam. Kräftige Abenteurer! Vorzugsweise ohne Freunde und Familie! Keine Bedingung! Ein Explosion! Ah, ich bin der Spur zurückgefolgt, ich Vollidiot. Ja! Sorry, deswegen. Mach zum Geier. Für eine lukrative Gelegenheit interessieren? Nein, kannst du nicht. Mich interessiert es relativ wenig. Was ist passiert? So einen Knall habe ich seit der Befreiung nicht mehr gehört. Jeder braucht reinen Farbpulver im Leben. Komm, lass uns drüber reden. Vom Rand des Berges steigt Rauch auf. Werden wir angegriffen? Hä? Okay, die Tür kann ich nicht aufmachen, aber... Ich kann hier in den Keller rein. Ja, das ist auch schon mal super. Der Wal den Zünder zusammengebaut haben. Oh, oh nein. Er hat die Wand, der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. Der Wal, du kleine Drecksau. Na gut. Nein, andersrum. Nee, ich muss runter. Der Wal, du Lümmel. Ich würde zu gern den Sonnengott auf Knien sehen. Hör auf zu nörgeln, Mann. Viel später. Er muss hinten sichern. Sicher du lieber deinen Hintern. So, machen wir das so. Ich glaube, ich habe ein Problem mit meinem Bogen. Der ist nicht mehr up to date. Das bedeutet, ich glaube, der macht mir zu wenig Schaden. Da bin ich mal am Überlegen, ob ich vielleicht einfach mal eine Offscreen Farm-Session einlege und mir einfach mein Waffenequipment mal ein bisschen erneuere. Ich bin zwar jetzt... Das sieht für mich eher nach so Abwasserkanälen aus. Ich will dir zwar nicht ins Handwerk reinsprechen, Aloy, aber ich glaube nicht, dass du da Pilze sammeln solltest. Schon gar nicht für die Gesundheit. Fuck. Ich höre es doch schon im Hintergrund. Sieh dich an, Avad. Der zitternde Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag lebwohl zu Meridian, Avad. Riech den Gestank und schluck die Asche. Da stimmt was nicht.
Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein, es sollte ein Feuersturm sein und keine kleine Rauchwolke. Das wird zu schwer. Was zum? Wieso kann ich es nicht zerstören? No, ernsthaft. Ja, die soll ich jetzt erstmal ein bisschen erholen. Die Erse hat's platt gemacht. Aber wer weiß, wie lange die das schon überlebt hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht. In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann erwart's. Wer ist da? Ich habe eine Armee angeführt. Ich will zwar nichts sagen, aber what the fuck? Eine Wilde ist gar nichts. Ach, das war der gar nicht. Ich dachte schon, den hätte ich jetzt. Ich will zwar nichts sagen, aber komm schon. Das war ein bisschen lame. Es ist nicht vorbei, Nora. Aber nur ein bisschen. Bastler weiß man. Man braucht einen Notfallplan. Das hätte ich ihm direkt aus der Hand geschossen. Also bei Super Schwer hatte ich echt Probleme mit dem. Hardcore habe ich nicht so lange gespielt, weil es einfach zu viel war. Diese majestätischen, mörderischen Glitzerlichter! Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen! An sich ja, aber nicht bei solchen. Ich meine, komm schon, das waren drei. Ich habe ein Problem mit fliegenden Gegnern. Das ist aber nichts Neues. Vor allem, wenn ich kein freies Schussfeld kriege.
Ah, ich stelle mich gerade ein bisschen an. Ich habe auch frisch gegessen. Bedeutet, bin eigentlich noch im Pausenmodus. Von daher, ja. So, wo ist er, dieser Lümmel? Ich habe mich hier nicht gerade mit Ruhm bekleckert, das muss ich einfach jetzt sagen. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Tja, die Stadt steht noch. So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte, töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen. Habt euch erholt. Super. Ich weiß, wovon du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. Ja. Das sind gute Boys. Die sind super. Muss ich mit dem nochmal sprechen? Rede mit Derwal optional. Ich würde sagen, das ist Nummer 3. Da mache ich erstmal Derwal. Und dann rede ich mit den Boys. Auch wenn das mit den anderen zwei naheliegend wäre. Aber vielleicht können wir dem nochmal in den Sack treten. Banditen an mir vorbei wollen, müssen sie kämpfen. Hast du einen Augenblick, Fremde? Das muss der Turm sein. Er ist riesig. Ich habe noch keinen Turm gesehen. Ich denke noch immer an den Krieg. Aber den werden wir ja noch sehen. Willst du dich an meinem Anblick weiden, Nora? Na, wie du siehst, bin ich beschäftigt. Verstehe. Du willst doch Salz in die Wunden streuen. Tja, das funktioniert nicht. Haha, wie lustig, den Bastler im Käfig zu drangsalieren. Was haben wir gedacht? Okay, das war's wert. Das war's eindeutig wert. War schön, herrlich. Finde ich gut, dass man das machen kann. So, dann will ich erstmal mit Eren sprechen und dann mit dem Chef hier. Hast du einen Augenblick, Fremde? Oh, was willst du denn? Worüber wolltest du reden? Du bist fremd hier, oder? Eine Abenteurerin. Das war ich früher auch mal. Ich gebe zu, mir jetzt... Ich vermisse die betörenden Farben der Wildnis. Wenn du mir jetzt erzählst, dass du einen Fall ins Knie bekommen hast, dann dreh ich dir in den Arsch. Ob du zufällig eine ganz bestimmte Blume gesehen hast. Sie ist aus Metall, wie eine Maschine. Andere Blüten wachsen in Mustern um sie herum. Diese glänzenden Schönheiten sind bei meinen Kunden sehr gefragt. Aha. Wenn du mir welche bringst, bekommst du etwas Wertvolles dafür. Ah, feilschen wir um diese wunderschöne Beute. Nee, nee. Wiedersehen, Nora. Lass uns reden. Ja, ist auch gut. Lebhaft diskutieren. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jeweils, ob ich das mal machen soll. Weil eigentlich habe ich schon Lust, alles zu finden, was ich kann. Allein um so viel EP wie möglich zu kriegen. Die Frage ist nur, ob wollen wir das im LP machen. Aloy,
dachte gerade an Ersa. Okay. Sie hätte derweil sofort getötet. Ich weiß es. Darum wollte sie sich mit ihm treffen, um ihn zu töten. Und sie sagte, ich soll erwachsen werden. Ich gebe zu, es tat weh, als sie das sagte, aber ich nehm's mir zu Herzen. Und erwachsen sein heißt dann wohl, das tun, was man soll. Und nicht das, was man will. Richtig? Nicht immer, ja. Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handle nicht so, oder? Ach, bei der Wahl schon. Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht, weil du ein guter Hauptmann bist. Hör bloß auf, sonst weine ich noch. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Erend? Ich reise jetzt erst einmal zum Amrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten. Das ist wie super. Sie es gewollt hätte. Und das bedeutet, wenig reden, viel trinken. Tja. Ich weiß, du musst gehen. Mörder finden, Maschinen bezwingen, alles vor dem Frühstück. Weißt du was? Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Und? Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Noch. Und vergiss mich nicht, während du da draußen die Welt veränderst. Ich habe immer eine Minute für dich. Vielleicht sogar zwei. Zwei? Sie mag mich. Ja, das stimmt. Muss ich ganz ehrlich sagen, für Erith können wir uns sogar eine Stunde Zeit nehmen. Der ist super. Dauert bestimmt eine Stunde, bis man den voll hat. Oder er trinkt uns unterm Tisch. Das ist gemütlich hier, alter Mann. Aloy, ja. Mich einfach nur zu bedanken, das erscheint mir unzureichend. Du hast mein Leben gerettet. Und auch Meridian. Easy. Und dank dir wird Ersas Mörder bestraft werden. Wir können nun um sie trauern, ohne quälende Unsicherheit. Ach klar. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Es ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, du bleibst hier bei uns in Meridian. Ich weiß nicht. Warum soll ich in Meridian bleiben? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Für mich nicht. Tja, zunächst einmal hast du verhindert, dass die Stadt abbrennt. Du bist stark, schlau und kompetent. Ich könnte jemanden wie dich an meiner Seite gebrauchen. Danke für das Angebot, doch ich glaube, wir beide sind nicht bereit dafür. Zumindest noch nicht. Es liegt noch ein weiter Weg vor mir, um zu finden, was ich suche. Und er führt mich weit weg von Meridian. Ja, natürlich. Ich wollte nicht anmaßend sein. Du hast gerade erst Ersa verloren und jetzt? So wie Ersa. Aber bitte, denk dran, dass du hier immer willkommen bist. Ich hoffe, heute ist ein Sonnenaufgang für uns. Kein Abschied. Das kriegen wir schon hin. Ich muss jetzt gehen. Natürlich. Ich hoffe, du findest, was du suchst, Aloy. Und wenn du mich brauchst, helfe ich dir. So sicher, wie die Sonne aufgeht. Das ist doch super. Gut. Hauptquest abgeschlossen. Wir haben sogar einen Fertigkeitspunkt bekommen, ohne Level Up. Oder? Geil. Ja, mach mal Konzentration plus, ne? Und als nächstes das hier. Dann wird das interessant. So, die Frage ist, was für eine Quest machen wir als nächstes? Stufe 14, Stufe 12, die Nebenquest. Boah. Suche nach dem Banuk-Lager. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch zur Hauptquest gehört oder zum DLC. Aber ich meine, dass Stufe 30 dann DLC ist. Können wir ja vielleicht mal im Stream machen. Wir machen bei der Hauptquest jetzt erstmal... Kollateralschaden. Finde heraus, wo Olens Familie gefangen ist. Das machen wir auf jeden Fall noch.
Ja, da habe ich noch nichts gefunden an Lagerfeuern. So weit sind wir noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wenn ich das im Stream mit OBS mache, stelle ich mal die Ansprüche ein bisschen zurück. Die Grafik zumindest. Obwohl eigentlich hält sich das noch in Grenzen. Naja, muss ich dann entscheiden. Ja, ne? Benutzen wir mal den Aufzug. Hallo Aufzug, komm. Ich will zwar nichts sagen, aber ich glaube, ich wäre auf der Treppe zu Fuß schneller gewesen. Gibt es wenigstens Aufzugmusik, Wache? Okay. Kann ich nicht einfach selbst runterspringen? Alter, ist der Aufzug laut. Leck mir am Arsch. Das ist übel. Also so schnell ist der Aufzug jetzt auch nicht unbedingt. So, wollen wir mal hier durchrushen. Rush Hour, Rush Hour. Was geht denn in der Rush Hour? Lagerfeuer entdeckt. Das ist schon mal gut. Wir haben ein gutes Bewässerungssystem. Also da hat sich schon jemand Gedanken gemacht. Schon schick hier. Da ist was zu sehen. Wahrscheinlich irgendwas Gammeliges. Warum komme ich da nicht rein? Naja, vielleicht soll ich da auch nicht rein. So, keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich springe jetzt hier einfach mal durch die Felder. Der Außerrand, der unseren Sonnenkönig töten wollte? Verräter! Der ganze Stamm, alle von ihnen! Kennst du schon den mit dem Keiler, dem Graser und dem Sonnenpriester? Was hast denn du für ein leuchtendes Logo auf deiner Brust? Genauso. Ja, komm, ist egal. So, dann will ich mal rüber in den Dschungel. Welcome to Jungle! Da 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 da! Ist gar nicht mal schlecht. Hier kann ich wieder ein paar Blümchen pflücken. Deswegen spiele ich Horizon Zero Dawn. Weil ich hier Blümchen pflücken kann. Oh, sehr nützlich. Wie Stürmer. Na, wir hatten jetzt länger keinen richtigen Kampf mehr. Macht aber nichts. Eigentlich wollte ich mich mit dem Vieh nicht boxen. Ich wollte eigentlich nur fettes Fleisch kriegen. Mehr nicht. Ist das ein zerstörter Wächter? Ja. Da sind nur zwei, drei Metallscherben oder so drin. Ist ja jetzt auch egal.
Banditenscherben. Ich habe halt nicht viele Drähte, ne? Das bedeutet, ich muss halt echt aufpassen. Alter, warum lässt ihr denn so viele fallen? Ich brauche immer noch ein Brüllrückenherz. Theoretisch. Ich dachte, ich wäre tot, weil die Kamera so komisch war. Was zum Geier? Das wäre eigentlich mal eine Herausforderung. Nur mit diesem Bogen. Alter Schwede, lecco mio. Es ist echt eine Last, die zu jagen, wenn man vor allem Probleme hat. Ich will zwar nicht sagen, wo der Loot-Punkt ist, aber... Was? Kann ich den nicht? Ich genau. Weiß nicht. Hier gibt es nichts zu sehen. Okay, für die Plünderer reichen zwei Pfeile. Ich müsste eigentlich mal gucken, wie viel Dingsbums. Das braucht. Ich muss mal gucken im Datenpaket. Wächter. Steht da drin, wie viel HP die haben? Natürlich nicht. Schade, das wäre schön. Das wäre eine richtig schöne Information gewesen.
Ich glaube, fettes Fleisch gibt es bei den Wildschweinen am meisten. Und da muss ich mich jetzt nicht rumärgern und irgendwelche Füchse oder Kleintier jagen. Und eine hiervon. Oder? Oh, doch. Na gut, wir sind ja bald durch. Schön hier. Nettes kleines Plätzchen. Hier hat sich jemand Mühe gegeben. So. Ich bin zwar falsch. Ich will aber trotzdem noch gucken, dass ich zum nächsten Lagerfeuer komme. Dass ich dort mal speichern kann, offiziell. Ich kann hoffen, dass der noch Draht hat. Ja. Jetzt hoffe ich nur, dass ich es auch treffe. Das brauche ich. Also die Schnappmäuler sind noch eine richtig gute Herausforderung. Die geben aber auch gut Draht. Also es ist wieder so ein Hin und Her. Tut mir leid, Fuchs. Ich hatte es halt leider erwischt. Ich auch, Kaninchen. Boah, dieser Regen. Warum finde ich jetzt ab nur noch 6-mal Reinholz? Das war jetzt 12-mal. Thank you.
Ja, das ist jetzt die Frage, was mache ich? Regen ist gar nicht so übel. Echt? Also, ja, ja, ja. Ist okay. Wenn du das sagst, Aloy. Nee, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Folgendermaßen. Bubidi 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 bu. nee. Regen geht so, würde ich sagen. Vor allem FPS ist halt meh. Aber ist okay. eigentlich müsste ich mal echt richtig was sammeln. Also mich mal auf Ressourcenjagd begeben. Lagerfeuer. Das habe ich entdeckt. Okay. Ich habe gesagt, Lagerfeuer wollte ich machen und dann wollte ich mal... Oh nein. Da muss ich jetzt zweimal überlegen, wo ich hin will, weil ich brauche 10-mal fettes Fleisch, um ein seltenes Abendreisepaket zu bekommen, was niemals erlischt. Ich will jetzt aber auch nicht... Um schnell zu reisen, brauche ich aber ein fettes Fleisch. Das bedeutet, ich bin ziemlich knapp, was das angeht. Yeah. Okay. Brüllrückenherz, das habe ich immer noch nicht, ne? Das ist natürlich schade. Plünderer Herzen habe ich auch mehr als genug, ne? Davon kann ich mal ein Packen verkaufen. Ansonsten... Metallblock. Kühlsaft. Kann ich mal 2 Stacken verkaufen. Lore verkaufe ich mal nur 1 Stacken, weil ich nicht weiß, ob ich das brauche oder nicht. Und Zunder, ja, kann weg. Perfekt. Das wollte ich haben. Wunderbar. Super. Jetzt muss ich mir darum keine Sorgen mehr machen. Das ist schon mal eine gute Sache. Achso, ja, schnell speichern wollte ich nochmal machen. Ja. Ich weiß, ja, jetzt leckt mir am Arsch und das sage ich die ganze Zeit schon. Aber eigentlich ist es so, dass ich jetzt normalerweise mal einen Cut machen müsste. Und müsste eigentlich mal so langsam ein bisschen Rohstoffe sammeln. Weil wir sind jetzt gut durch die Hauptquest gekommen. Ohnend helfen wir jetzt noch die Familie zu retten. Und das war's dann. Ich meine, er könnte uns scheißegal sein, aber finde ich jetzt auch unfair. Auch wenn er es verdient hätte. Also sagen wir es mal so, falsches Mitleid mit ihm haben. Es ist jetzt nicht so, als hätte er es nicht verdient. Ich will zwar nicht sagen, er hat gesessen, aber... Au!
Ich weiß, dass sie die suchen. Die Frage ist nur, wo ist der andere? Weil hier müsste noch einer liegen. Achso, der ist hinüber. Das ist gut. Kriege ich hin. Kanne in den Sack. Du stirbst schon nicht, wenn du mich in Ruhe lässt. Na, komm her, Bursch. Groß an. Habe ich hier da was versaut? Habt ihr mir da gerade jetzt meinen Kill gestealt? Das ist gemein. Arschlöcher. Die haben den letzten Hit gemacht und haben mir die XP geklaut. Und ich habe immer noch keinen Draht bekommen. Och, das hat sich nicht gelohnt. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. XP-mäßig hat sich das nicht gelohnt. Kein Stück. Sind das auch Trampler? Ja, die brauche ich nicht. Ich brauche Drähte. Rede mit Olin optional. Ich bin ja gerade an einem Baum hängen geblieben. Ich will zwar nichts sagen oder bemängeln, aber okay. Warte mal, ich Vollidiot. Ich vergesse es doch bestimmt wieder. Ja. Ja. Will zwar nichts sagen, aber habe ich mir schon fast gedacht. Da haben wir doch schon mal wieder was.
Aloy, eine Frau, die ihr Wort hält. Mhm. Olin, deine Familie. Ich sah Helis Drohung. Du hast eine Frau und einen Sohn? Ich hätte sie lieber beschützen sollen, statt all diese Dinge zu tun. Ja. Das ist deine Chance, Olin. Deshalb sind wir hier. Ich nutze sie. Du bist wirklich zu großmütig. Hält man sie in der Nähe fest? Ja, auf dem Gehöft unterhalb der Felsen. Ich führe dich. Da ist es. Da neben den Spornfelsen. So, das machen wir aber beim nächsten Mal, weil die Zeit nämlich schon verflogen ist. Hier, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.